So, hallo zusammen, ist wieder Andy vom eKiwi-Blog und in diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie wir unter Windows in der Eingabeaufforderung Netzlaufwerke einbinden und auch wieder trennen können. Also nicht der klassische Weg hier über den Explorer, dass ich hier Netzlaufwerk verbinde und dann hier auch wieder trenne, sondern dass ich das Ganze automatisieren kann über die Eingabeaufforderung und dann zum Beispiel auch mit einer Batch-Datei. Das ist besonders praktisch, wenn man in verschiedenen Netzwerkumgebungen unterwegs ist und da einfach verschiedene Netzlaufwerke hat, weil ich denke, jeder, der mit Netzlaufwerken arbeitet, hatte schon mal den Fall, dass er irgendwie in einem anderen Netzwerk war und dann den Fehler gemacht hat, irgendwie ein Netzlaufwerk anzuklicken, irgendwie vielleicht mit rechter Maustaste dann noch drauf zu gehen und dann hat das Ding dann ewig gebraucht, bis er da sozusagen festgestellt hat, dass keine Verbindung da ist. So, dann legen wir mal los. Ich habe hier mal die Windows PowerShell aufgemacht. PowerShell-Eingabeaufforderung, das spielt gar keine Rolle, funktioniert mit beiden. Parallel hier der Explorer und hier ist unser Netzlaufwerk, was ich jetzt hier mal trennen werde und danach können wir das dann quasi wieder verbinden. Das Ganze geht mit folgendem Befehl. Der Befehl ist recht lang und ich kann mir solche Sachen auch immer nicht merken, deswegen schreibe ich da noch Blogartikel dazu. Link packe ich unten mit rein, da könnt ihr euch dann die Befehle quasi herkopieren, anpassen und das alles auch nochmal nachlesen. Also, Befehl eingegeben. Ich gehe jetzt hier mal kurz durch. Wir haben hier net, das ist der net-Befehl und danach kommt use und das z hier, das ist hier unser Laufwerk, was wir sozusagen einbinden wollen, beziehungsweise das Ganze soll unter Laufwerk z eingebunden werden, so wie wir es jetzt eben auch hatten. Es folgen zwei Schrägstriche und danach kommt der Rechnername, wo diese Freigabe dann drauf ist, also Rechnername von dem Computersystem oder von der NAS. In dem Fall habe ich jetzt hier einfach die IP-Adresse verwendet, weil das irgendwie meistens irgendwie ein bisschen besser funktioniert im heimischen Netzwerk. Dann wieder Schrägstrich d, das ist hier mein ultra kreativer Freigabename, den ich eben auf dem Rechner habe. Und das Taschenbier hier, das ist nicht einfach irgendein schönes, lustiges Wort, sondern das ist das Passwort, was ich für den Zugriff gegebenenfalls brauche. Und hier am Ende kommt dann noch ein User, mit dem ich darauf zugreife. In dem Fall hier Schrägstrich User. Und hier sage ich, dass er den Usernamen von diesem Rechner nehmen soll. Das heißt, auf diesem Rechner da ist der Benutzer Userle eingerichtet mit diesem Passwort und die entsprechende Berechtigung für die Freigabe vergeben. Und wenn ich das Ganze hier mit Enter bestätige, dann wird hier der Befehl erfolgreich ausgeführt und hier drüben seht ihr dann schon im Explorer, dass das Ganze hier automatisch eingebunden worden ist. Hat dann also funktioniert. Ich trenne das hier nochmal, weil standardmäßig ist dieser Befehl so angelegt, dass ich die Verbindung dann quasi herstelle und das Ganze einbinde. Nach einem Neustart ist das Ganze dann aber wieder weg. Wir können den Befehl aber erweitern, dass es auch beim Neustart wieder automatisch die Verbindung hergestellt wird. Das ist dann hier der folgende Befehl, der sieht fast 100% gleich aus, nur dass wir hier noch einen zusätzlichen Parameter haben, persistent Doppelpunkt yes. Und wenn ich das dann mache, dann wird auch bei einem Neustart von dem Computer die Freigabe dann automatisch wieder verbunden und eingebunden. Natürlich kann ich das Ganze nicht nur verbinden, sondern auch trennen. Wir haben ja gesagt, wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Netzwerk sind, wollen wir mit einer Batch-Datei dann einfach auch schnell alle Netzlaufwerke wieder trennen können. Das geht mit folgendem Befehl. Ich habe den hier mal eingefügt, net use, dann hier wieder unser Laufwerksname, in dem Fall jetzt hier z, Leerzeichen, Schrägstrich, delete. Und wenn ich das Ganze ausführe, dann sieht man hier, wie das Ding dann hier verschwindet. Zu guter Letzt noch ein kleiner Befehl, mit dem ich alle Netzlaufwerke mit einmal trennen kann. Jetzt haben wir ja gerade gesehen, wie wir das für ein spezielles Laufwerk machen können, aber wir können mit folgendem Befehl hier net use, dann Stern, Stern steht für alle Netzlaufwerke, dann hier wieder unser Schrägstrich delete, können wir alle Netzlaufwerke löschen und dieses Schrägstrich y für yes im Englischen, da kann ich dann eben eine automatische Bestätigung machen, weil normalerweise würde er jetzt hier fragen, soll ich das wirklich trennen? Ja, nein, vielleicht. Und mit Schrägstrich Y kann ich das Ganze dann automatisieren, dass er alles automatisch bestätigt. Und wenn ich das ausführe, man sieht jetzt hier, hat er jetzt hier auch das Z-Laufwerk getrennt. Ja, und so könnt ihr ganz einfach über die Kommandozeile Netzlaufwerke einbinden und auch wieder trennen. Das Ganze zum Beispiel auch in Batch-Dateien unterbringen und dann sagen, wenn ich jetzt hier in dem Netzwerk bin und da habe ich folgende Freigaben, dann trenne erstmal alles und binde mir dann diese Sachen ein, die ich jetzt für dieses aktuelle Netzwerk da verwenden kann. Und ja, finde ich eine ganz praktische Sache, weil, wie gesagt, sobald ich halt hier irgendwie mal so ein Netzlaufwerk irgendwie verbunden habe, beziehungsweise dann keinen Zugriff drauf habe und da irgendwie drauf zugreife, mit Rechtsklick oder ein Programm und dann hängt es ewig und das ist dann doch ziemlich nervig und so kann ich dann zum Beispiel sagen, ich bin jetzt hier woanders, ich trenne jetzt einfach mal alle Netzlaufwerke und wenn ich wieder daheim bin, dann führe ich die Batch-Datei aus und habe dann alle meine Netzlaufwerke automatisch wieder verfügbar, ohne dass ich das hier manuell über den Explorer irgendwie machen muss.
Genau, das war es auch schon, was ich in dem Video zeigen wollte. Bedanke mich immer fürs Zuschauen, sage Tschüss und auf Wiedersehen. Euer Andy vom EQB-Blog.